Eivor. Ich bin noch immer bei dir, weile am Rand deiner Erinnerung. Du hast den Odin in dir gezähmt. Doch ich bin nicht verschwunden. Ich bin immer bei dir, verankert in deinem Huger. Wirst du mich bis zu deinem Ende im Dunkeln halten? Dich dieser Seite von dir für immer verschließen? Oder könntest du von mir lernen, um die Welt besser zu verstehen, die war? Die Welt, die ich hinter mir ließ. Aber nicht hier. Nicht unter den Augen jener, die nicht verstünden, was du bist. Wer wir sind. Hast du nicht alles für die Deinen getan, was du vermagst? Verabschiede dich, um zu fernen Ufern aufzubrechen. Zu neuen Abenteuern. Faszinierend. Eivor setzt sich auf eine mir unbekannte Weise mit Odins Erinnerungen auseinander. Mein Kampf mit Loki war intensiv, aber kurz. Und er endete mit einem gegenseitigen Verständnis davon, wer wir sind. Wohin wird dieser neue Konflikt dich wohl führen? Ich denke, das verlangt nach etwas Animus-Magie. Suche nach zukünftigen Erinnerungen, gefiltert nach emotionaler Intensität. Trauer, Sehnsucht, Kummer. Na bitte, ein paar Bilder aus der Zukunft. Mal sehen, wohin Eivor uns führt. Bruderschaftshaus. Hier ist ein weiteres Erinnerungsfragment. Zeit mal etwas vor. Eivor! Hast du gut über mein Angebot nachgedacht? Nein, Heitam. Das habe ich nicht. Dann frage ich morgen erneut. Wie kann sich ein so großes Herz in einem so bescheidenen Mann verstecken? Wie meinst du das? Du arbeitest unermüdlich für Fremde. Kämpfst nicht für dich oder dein Volk, sondern für die ganze Welt. Das erfordert Mitgefühl in einem Ausmaß, wie ich es sonst nie sah. Ah, hab Dank. Sorgst du dich nicht um deine eigene Familie? Oder um deinen Clan zu Hause? Wie kommt es, dass du keine Wurzeln hast? Ich habe einen Clan, wie du es nennst, aber keine Familie. Ich wurde recht jung zur Waise. Möglich, dass es dieser Verlust war, der mich zu den Verborgenen trieb. Sie haben mich in jedem Fall wie einen Sohn behandelt. Auch ich verlor meine Familie. Doch ich fand eine neue. Den Rabenclan. Ich verdanke ihnen mein Leben und würde es für sie geben. Ich verspüre dieselbe Dankbarkeit, jedoch umfassender. Weißt du, jeder kann sich den Verborgenen anschließen. Daher verdient auch jeder unsere Liebe. Ich bewundere euer Streben.
Doch fehlt es mir an Zielstrebigkeit, um euer Credo voranzubringen. Mein Geist liegt oft im Zwiespalt zwischen dem Jetzt und der fernen Vergangenheit. Und es wird einige Zeit dauern, den Grund zu verstehen. Ah, ist es soweit? Bitte verzeih, Eivor. Unsere Ausbildung folgt einem strengen Zeitplan. Natürlich, macht nur. Und viel Erfolg mit denen. Sie sind ein wilder Haufen. Oh. Einen guten Tag dir, Eivor. Eivors Erinnerungsfragment ist irgendwo in der Nähe. Was siehst du da oben, Sönin? Richtiger Ort, falsche Zeit. Werter König. Ah, Eivor. Sei mir willkommen. Wie ist es, zu Hause zu sein? Nicht so sorgenfrei, wie du es dir vorstellen magst. Es ist viele Jahre her, dass ich meinen Thron zurückforderte. Aber ich habe ihn nie als selbstverständlich erachtet. Nicht, seit ich im Sumpfland war. Seitdem war ich ständig beschäftigt. Guthrum und ich nähern uns in winzigen Schritten einer Einigung. Ein Vertrag steht kurz bevor. Hast du mich deshalb gerufen, um eine Einigung zu finden? Das erhoffe ich mir. Du gehörst zu den Anführern von Mercia. Dich zum Freund zu haben, würde ganz Englerland zum Vorteil gereichen. Was hältst du von einem Vertrag, Eivor, der dir die Herrschaft über alle Lande nordöstlich deiner Siedlung zuspricht? Im Austausch wofür? Für deine Treue, nicht zu mir, sondern Christus und dem Orden, den ich in seinem Namen versammelt habe. Ich weiß dein Angebot zu schätzen und das Vertrauen, das du in mich setzt. Hier ist also meine Antwort. Du gabst mir dies vor vielen Jahren, ein schönes Stück. Doch hat es mehr Gewicht in meiner Tasche, denn in meinem Herzen. Du lehnst also ab. Sei unbesorgt. Dies ist kein neues Kapitel in
unseren Zwist. Ich gehe fort, breche zu fernen Ufern auf. Du wirst keinen Ärger mehr mit mir haben. Du suchst nach neuen Kriegen? Neuen Ländern zum Erobern? Ich suche mich selbst. Ah, das ist das schwierigste Ziel von allen. Ich wünsche dir alles Gute. Gott sei auf deiner Reise mit dir. Ich bin gerade etwas voll mit Göttern. Deiner muss vielleicht ein anderes Schiff nehmen. Dieses Schiff passt zum Erinnerungsfragment. Ich bin nah dran. Ja. Die Erinnerung ist ganz nah. Na also. Der aufgehenden Sonne zugewandt. Gut. Die Gerüchte sind also wahr. Der große Eroberer wurde selbst erobert. Eivor! Wie viele Sommer ist es her? Viel zu viele, mein Freund. Was belustigt dich? Ich erkenne dich kaum wieder. Ist dies der Gudrum, den ich zurückließ, oder ein anderer, sanfterer Mann? Den Gudrum, den du kanntest, gibt es tatsächlich nicht mehr. Ethelstan nennt man mich jetzt. Das ist mein Christenname. Dein Christenname? Neues Leben, neuer Name. Auf Kosten von allem, was du hattest. Ach, ich habe nicht so viel verloren, wie du glauben magst. König Elfred und ich haben Frieden geschlossen. Ihm gehört jetzt West Mercia und East Anglia mir. Wir besprechen nun das Schicksal Ost Mercias und des Nordens. Die Dänen sind hier, um zu bleiben. Und Christus ist ihr Jahr. Er ist ein mächtiger Gott. In seinem Opfer verbergen sich die größten Gaben. Vergebung, Hoffnung, Liebe. Willst du dir seine Botschaft nicht selbst einmal anhören? Ich habe keine Zeit für neue Götter. Ich verlasse Englerland und kam nur her, um mich zu verabschieden. Kehrst du ins Land deines Vaters zurück? Woanders hin. Zu unerforschten Orten. In das Unbekannte. Ah, ein Abenteuer, das Odins würdig ist. Mir ist aufgefallen, dass du seine Liebe für Entdeckungen und neues Wissen teilst.
Teilen ist nicht ganz das richtige Wort. Dann komm! Wir müssen trinken und Geschichten erzählen, bevor du gehst. Wenn es die letzten sein könnten, müssen es die besten sein. Zeig mir, was vor uns liegt. Langhaus. Hier sollte ich noch ein Erinnerungsfragment finden. Ich komme näher. Harald hat sich in unserer Abwesenheit durchaus einen Namen gemacht. Ja, 12 oder 13 Jahre sind es hier. Sigurd, Eivor, was für eine Freude. Kommt. Ich hörte von eurem Besuch, aber so bald hätte ich euch nicht erwartet. Starke Männer drängen sich um eine Karte, ihre Augen so hungrig wie ihre Bäuche. Alles genau wie früher. Ja, mein halbes Leben habe ich besorgt auf hastig gezeichnete Karten gestarrt. Doch dies ist kein Land, das wir erobern wollen, sondern eines, das Hilfe braucht. Island? Ja. Unser Freund Ingolf ließ uns wissen, dass eine neue Siedlung in Gefahr ist. Kalte Winter und eine schwelende Blutfehde. Ich habe ihm Vorräte und Männer zugesichert. Genug, um Frieden zu bringen und den Winter zu überstehen. Eivor, möglicherweise ist es ein Segen von Thor selbst, der dich ausgerechnet heute hierher geführt hat. Würden dein Bruder und du dieses Unterfangen für mich leiten? Ich kann mir für diese Aufgabe niemand Besseres vorstellen. Eivor, das ist Schicksal. Ich sehne mich nach solch einem Abenteuer. Sag mir, was du denkst. Lässt sich dein Herz für eine weitere Reise entfachen? Ich bin dankbar für das Angebot, aber ich bin nicht hier, um ausgetretene Wege zu beschreiten. Ich bin hier, mich zu verabschieden. Ein für allemal. Ein für allemal? Willst du Englerland auch verlassen? So ist es. Gen Westen. Nur mit mir als Begleitung in Lande, die sich auf keiner Karte finden. Zu welchem Zweck? Das weiß ich erst, wenn ich angekommen bin. Lass uns nicht davon reden.
Heute möchte ich Zeit in Gesellschaft derer verbringen, die ich liebe. Und Geschichten von früher erzählen. Wie viel früher? Sehr, sehr viel früher. Verstehst du? Onkel, schick die Leute weg und bring Met und gebratenen Finnwal für drei. Also, wo fange ich an? Diese neuen Visionen von Odin beunruhigen mich. Sehe nur ich sie. Oder gibt es eine andere Bedeutung in den Geschichten von Svartalfheim? Vielleicht sollte ich mal die Knochen lernen und meine Gedanken sammeln. Es ist nah. Sehr nah. Wären wir. Eine letzte zukünftige Erinnerung. Wirst du nicht auf den Morgen warten? Ich muss zum Ende der Woche in London sein. Dort erwartet mich eine Besatzung. Nicht einmal ein Abschied? Alle wissen, dass ich gehe. Aber nicht wann. Weiß Randvi, dass es heute Nacht soweit ist? Ja. Wir haben uns verabschiedet. Ich wünschte, ich könnte all das verstehen, Eivor. Erinnerst du dich an meine ersten Visionen? Bevor wir nach Englerland gingen. Odin und Sigurd. Der Wolf. Die Nornir. Ja. Sie sagten so vieles vorher, das in Erfüllung ging. Es waren keine Weissagungen, Valka. Sondern Erinnerungen. Meine. Oder nicht meine. Sie wurden mir geliehen. Von einem, der in mir lebt. Einem zweiten Hoga. Kannst du das verstehen? Ich wünschte, ich könnte es. Lange dachte ich, es gäbe nur zwei Möglichkeiten für mich. Mich diesen bösartigen Erinnerungen hingeben oder sie vollständig ablehnen. Doch nun sehe ich eine dritte Wahl. Und je älter ich werde, desto mehr spricht sie mich an. Ich will von ihnen lernen. Aber ich weiß nicht, wohin dieser Weg mich führen wird. Noch was er womöglich entfesselt. Deshalb möchte ich vorerst allein sein. Ich verstehe. Danke für dein Vertrauen, Eivor. Komm in meine Arme, Valka.
Leb wohl, Eivor Wolfsmal. Möge Odin dich lenken. Diesmal nicht. Diesmal werde ich ihn lenken. Bassem, richtig? William Miles. Ich wollte Sie persönlich treffen. Von Angesicht zu Angesicht, sagten Sie. Hier bin ich also, im Geiste, sozusagen. So nah und doch so fern. Ein cleverer Trick. Ihr Trick war aber auch nicht schlecht. Auferstehung, Ruheschlaf, viele Jahre der Vorbereitung, vermute ich. Hier und da musste ich etwas improvisieren. Sie haben die letzten 1000 Jahre viel Zeit in einer Simulation verbracht. Warum waren Sie so erpicht auf eine weitere? Einfach nur aus Neugier. Es war so lange her, dass ich Eivor gesehen hatte. Und ich wollte wissen, wie diese große Saga endet. Nun wissen Sie es. Und was kommt jetzt? Wohin wird Bassem gehen? Soweit ich kann, William. Wie befürchtet. Unnötig. Ich schätze das Credo, das uns leitet. Das habe ich immer. Doch ihr seid wie Kleinkinder im Vergleich zu jenen, die ich hinter mir ließ. Ich muss euch etwas auf Vordermann bringen. Also, fangen wir an. Warten Sie. Wenn wir zusammenarbeiten sollen, brauche ich zuerst etwas. Und das wäre... Passendes genetisches Material erhalten. Extraktion genetischer Erinnerungen gestartet. Geschätzte Sequenzierungsdauer 29 Tage, 3 Stunden, 4 Minuten. Machen Sie sich auf etwas gefasst, Mr. Miles. Alles so seltsam. Und was ist mit Ragnarök? Der Götterdämmerung. Sind die Geschichten wahr? Gewissermaßen. Das große Unheil geschah, wie es eure Legenden berichten. Es gab Erdbeben und Stürme, Kriege und Hungersnöte. Mein Volk starb aus. Doch deines gedieh. Aber du sagst, es gab keine Götter, wie wir sie kennen. Welche Naturgewalt könnte also solch einen Umbruch auslösen? Wie erkläre ich das? Sagt dir der Begriff Sonneneruption etwas? Ich glaube nicht. Das zu beschreiben könnte etwas dauern. Das ist kein Problem. Zeit ist alles, was uns bleibt, Allvater.